Die Covid-Katastrophe in Brasilien gerät weiter immer mehr außer Kontrolle und jetzt gibt es einige Experten, die bereits von einem biologischen Fukushima sprechen, einer Kettenreaktion, die völlig außer Kontrolle geraten ist. Die größte Sorge der Wissenschaftler sind die Mutationen. Durch den großen Grad der Infektion in Brasilien entsteht praktisch jede Woche eine neue Mutation und natürlich viele dieser Mutationen sind entweder ansteckender, möglicherweise tödlicher und befürchtet wird von Gesundheitsexperten, dass es eine Mutation geben könnte, die auch resistent ist gegenüber den Impfungen. Das wäre natürlich ein gewaltiger Rückschlag beim Kampf gegen die Pandemie. Brasilien bedroht nun also praktisch die Welt beim Kampf gegen das Coronavirus. Das Land lässt sich nicht ganz abschotten. Immer wieder tauchen brasilianische Varianten des Virus in anderen Ländern auf und die Lage selbst in Brasilien ist grimmig bis herzzerreißend. Mehr als 4000 Todesopfer sind inzwischen zu beklagen. Mehr als 330.000 Brasilianer sind bereits gestorben an der Seuche. Es gibt Berechnungen, dass es bis in den Frühsommer hinein 500.000 bis 600.000 Tote geben könnte in dem Land. Und erschreckend nach wie vor die Haltung des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro, der nach wie vor keine Lockdown-Maßnahmen verhängen möchte, trotz der Katastrophe, der auch das Virus weiter verharmlost. Eigentlich ein bisschen ähnlich, wie es Ex-Präsident Donald Trump getan hat hier in den USA. Für Brasilien ist es eine ernste Lage und die Welt blickt gebannt auf den Südamerika-Staat, besonders bezüglich der befürchteten Verbreitung immer neuerer, tödlicherer und ansteckenderer Varianten des Virus.